gemerkt. Ja, und wie? 10 Minuten vorne. Du ist noch ganz. Mit ihnen habe ich noch rumgeknutscht in dem Hotel. Wie geht's? Oh, der schöne Simon, guten Tag. Mein guter Freund, was hat man denn ihnen jetzt trinken gegeben, dass sie in so einem Zustand sind? Schändlich, Herr Doktor. Die sind so nett zu mir. Eigentlich tut es mir schrecklich schade, dass sie der Könnte sind. Ich habe keine Ahnung, Was? Komm! Also helfen Sie mir doch! Also, Monsieur, was machen Sie denn? Halten Sie mich doch nicht auf! Sollen Sie mich doch? Schock gebraucht wird. Halt! Sag nichts! Kein Wort! Mir auf mit dir! Sie sollten sich schauen! Sie auch! Und Sie ganz besonders! Herr Doktor, was sind das für Leute? Das sind meine Freunde. Was hast du gemacht mit der Mama? Ich auf den Tisch gelegt habe, ich habe sie ja selber gesehen. Und wo sind sie denn jetzt? Ich halte das nicht mehr auf! Ich halte das nicht mehr! Ich halte das nicht mehr aus! Schauen Sie! Links, irgendjemand muss sterben! Frau Zwetzli! Sie haben sie alle gesucht. Oh, bitte, bringen Sie nicht auf! Keine Angst. Wir möchten nur, dass Sie uns ein bisschen Gesellschaft leisten. Ich möchte Sie gern was fragen. Aus dem Menschen! Ich hasse alles und alle auf der Welt. Am meisten aber Drehtüren, Bazillen, Blumentöpfe, Flümli, Flöpfudi, Hummeri, Hetz, Fledermäus, Billen, Blumentöpfe, Suppentöpfe. In einem Studententheater über Maler Goya sollen die nackte Maya spielen, aber mein Mann ist dagegen gewesen. Aus dem Menschen, Papi! Hört sofort los, die blödsinniges Rindviech! Aber ich weiß, wer es war. Und ich will doch noch wissen, wie das Feuer aussieht.
gesagt, sie hätte mich gern. Ja und? Wie kommt es, dass du zu mir aufs Land kommst? Das hast du seit Jahren nicht mehr gemacht. Es ist halt schon noch schön da. Da mit mir treffen. Und warum? Das hat er nicht geschrieben. Oh! Sehr erfreut. Und so charmant. Ich muss leider gehen. Das fällt Ihnen nicht. Jetzt schauen wir da, der Herr vom Kauf. Oh, ich könnte die Boden versichern. Da möchte ich Ihre kleine Hand in seine Hände. Ach, Sie sind von allen guten Geistern verlangt. Sie sind noch grosse Augen. Und darum ist jede Dummheit, die man begeht, wenn... Du gehst das Leben ohne viel Verstand. Lass dich treiben und plötzlich hockst du im Sand. Eins bleibt und abends immer quint. Muss sie geniessen, solange es noch Freude gibt. Eins bleibt und abends immer quint. Muss sie geniessen, solange es noch Freude gibt. Sie fahren mit vorne an. Ich mit meinem Kutscher hinten rein, überholen sie und schmacht sie durchs Fenster durch an. Er ist so kindisch. Ja, was heißt so kindisch? Mit einer Brieftasche macht man nichts. Ich erkläre, was sie da draußen gemacht haben. Im Ländischurz. Was auch immer er gemacht hat. Ich bin mir sicher, er hat es grossartig. Hinter dir. Wenn ich sie wäre, würde ich das nicht machen, Miss Mapleton. Wirklich nicht. Schwind, ja, du kommst wie gerufen, Augustus. Miss Mapleton wollte uns gerade eine gute Nachtgeschichte erzählen. Los, fangen Sie an. Bin ich etwa schuld? Das Zeug steht sicher schon 5 Minuten da. Wieso lange ich gerade nicht zu? Ich habe Hunger. Aber schon als ich zur Tür gekommen bin, habe ich die Lautstimme von Octavia gehört. Und dann habe ich die beiden gesehen. Der Mann im Clown-Kostüm und Octavia selber. Furchtbar ist es gewesen! Völliger Unsinn! Völlig absurd! Und was ist dann passiert? Was haben wir? Das haben sie mit meinem Clown-Kostüm gemacht! Und die arme, unschuldige Frau tötet. Eine Frau, die ihr Leben lang keiner Kreatur etwas Leid hat, die gut in der Person war. Ich bin eine gute Arbeitskraft, das weiss ich. Und niemand hat das Recht, das Gegenteil zu behaupten. Nichts ist rechts. Also red nicht lang und mach's. Schaut auf die Tomaten! Blick, reklamieren wirst. Vorne! Sind Sie sicher, dass er keinen Doktor braucht? Keine Angst, er ist bei mir in guten Prost, Kamerad, Prost! Mein Name ist Prost! Mein Sederal, Sankt Dangre!
restlos vernichtet. Du musst mich beschützen. Er will mir am lieb. Ja, natürlich. Komm, ich! Ich bin wirklich schon. Ich bin auf dem Gang. Morgen mal in die Tastierstelle.